So, hallo ihr Lieben. Ich hatte mir eigentlich ursprünglich vorgenommen, dass ich euch mal den fahrradfähigen Bidini vorstelle und mal zeige, wenn er denn in Anführungszeichen soweit mal fertig ist oder sein sollte. Bloß, ja, ich habe halt gemerkt, wenn ich das alles so nebenbei mache wie bisher, dann zieht sich das Ewigkeiten lang halt eben in die Länge. Und ja, dann würde das Video, weiß nicht, ein paar Monaten erst kommen oder so. Kann ich jetzt schlecht sagen. Und da dachte ich mir, auch irgendwie finde ich jetzt doof. Deswegen mache ich das jetzt mal so, den fahrradfähigen Bidini und halt eben so, wie ich dann in der Zukunft denn damit vorankomme und so weiter, werde ich euch dann jeweils in halt separaten Videos einmal vorstellen, vorzeigen und auch demonstrieren. Und das ist halt eben jetzt so das erste Video von mir mal zum Thema fahrradfähigen Bidini. Interessiert hat es mich schon längere Zeit. Vorgenommen habe ich es natürlich auch umso länger schon. Bloß ich wollte mich so ein bisschen auch mit der anderen Bedini, was heißt mit der anderen, mit der Lüfter-Bedini-Geschichte erst so ein bisschen mehr mit befassen, auch jetzt was das Thema Volksbedini angeht. Ich meine, da ist ja die Entwicklung in Anführungszeichen jetzt noch nicht beendet. Ich lasse da ja immer noch jede Menge Verbesserungsgeschichten mit einfließen. Und so langsam kann ich wirklich sagen, beim 1.5er jetzt zumindest bin ich da jetzt an einem ziemlich optimalen Punkt angekommen, wo ich wirklich auch zufrieden bin und das Teil dann einfach gut läuft. Ja, deswegen. Beim 1.5er ist, wie gesagt, die Sache dann soweit durch, aber da bin ich jetzt natürlich hier beim Fahrradfelgen Bidini noch sehr lang von entfernt. Deswegen halt eben diese Aufteilung. So, in halt eben mehrere Videos. So, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Ja, deswegen. Und hat es mich halt schon lange, lange, lange Zeit mal interessiert. Und irgendwann dann Weihnachten hatte ich mir, glaube ich, die ersten Teile bestellt. Und dann lag das hier noch, ja, noch eine gewisse Zeit rum. Und jetzt dachte ich mir so, mache ich mich mal an die Geschichte mal ran. Also ganz kurz zum Aufbau, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Hier so ein Tisch für 5 Euro von IKEA, den empfehle ich euch dafür. Habt ihr dann jede Menge Platz zum Montieren drauf. Und wie gesagt, die Teile sind nicht teuer, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Hier ganz normales Holz aus dem Baumarkt. Kann man natürlich auch andere Sachen nehmen, Aluminiumprofile, sucht euch da irgendwas aus. Ich wollte halt etwas haben, wo ich mal schnell ein Loch reinbohren kann oder irgendwie mal was verändern kann und so. Und das geht bei Holz halt relativ leicht und gut. Das hier jetzt ist eine 28 Zoll Fahrradfelge. Die gibt es bei eBay recht günstig für 22 Euro, ist jetzt also vom Geld her noch überschaubar. Und wie man es natürlich hier schon sehen kann, das sind Neodym-Magneten mit zwei Bohrungen drinne, wobei die Seite mit der Senkung hier, das ist der Nordpol. So, und diese Magneten, die sind jetzt ungefähr, ich glaube, 30, 40 mm lang. Und ja, was habe ich denn jetzt bezahlt? Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Stück hier erstmal angebaut und die haben mich jetzt irgendwas bei 22 Euro gekostet, auch bei eBay. Ja, so das dazu. Ich habe, wie gesagt, 10 Stück angebaut, habe aber festgestellt, zumindest jetzt so mit meiner Geschichte, ist es noch zu wenig. Ich habe jetzt noch 5 weitere bestellt. Da werde ich natürlich jetzt nur 4 Stück danach anbauen, wegen der Unwucht und so weiter. Und ja, aber das geht halt ganz gut, weil ihr könnt die hier bohren mit einem ganz kleinen Bohrer, könnt ihr hier in die Aluminiumfelge reinbohren und halt eben diese ganz kleinen Kreuzschrauben nehmen. Das sieht super gut aus. Von der Seite sieht man das überhaupt nicht. Und ja, und die fliegen halt nicht weg. Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Ihr müsst das wirklich, ja, ihr dürft das nicht unterschätzen, ne? Die Kräfte sind da ziemlich groß und dann kann es schon mal knallen und das ist dann sehr unangenehm. So, dann kommen wir mal hier runter. Denkt euch mal bitte die eine Spule hier weg. Dann zeige ich euch mal gerade die andere. Das ist jetzt die Hauptantriebsspule. Jetzt löst sich gerade mein Kamerastativ auf. So. Also, da könnt ihr natürlich auch nichts sehen. Das dicke Schwarze hier, das ist jetzt die Hauptantriebsspule. Ihr seht, die hat so ganz minimal Luft zur Fahrradfelge hin. Also wenn ich das mal hier so zeige. So. Da fängt er dann auch schon gleich an zu drehen. Und bei der Spule, da habe ich jetzt, das kann ich euch auch gleich zeigen, denn da habe ich jetzt natürlich mal ein Buch geführt. Na. Und zwar
Fahrradfelgen-Bedini. So, die erste Spule, Trigger, habe ich jetzt 1100 Windungen drauf gemacht mit einem 0,15er Draht. Habe auch gleich den Widerstand gemessen, 204 Ohm. Ich sage gleich dazu, wie gesagt, das ist jetzt der erste Fahrradfelgen-Bedini, ob jetzt die Windungsanzahlen hier zu wenig oder zu viel sind. Darüber kann ich jetzt noch nicht wirklich was sagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Fahrradfelgenbedinis gebaut hat und vielleicht auch noch Erfahrungen gesammelt hat mit verschiedenen Windungen, weil ich experimentiere da momentan noch. Dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare drunter schreiben. Also das ist jetzt nur so, wie ich es jetzt mal vom Gefühl gemacht habe. Also Trigger 1100 Windung und die Powerwicklung, da habe ich jetzt 1000 Windungen drauf gemacht mit 0,3er Draht und habe jetzt hier 43 Ohm gemessen. Dann habe ich auf der Spule gleich noch eine sogenannte dritte Wicklung mit drauf gemacht. Habe ich jetzt einfach mal Power 2 genannt. Und da habe ich dann nochmal 300 Windungen drauf gemacht mit auch ebenfalls dem 0,3er Draht und halt dann 21 Ohm gemessen. So, was zum Beispiel, ja gut, das sind dann nochmal so andere Spulensachen gewesen. Da habe ich meine separate Triggerspule gewickelt. Das sind dann hier diese... Das sind dann jetzt hier diese kleinen Spulen. Das ist hier von den Lötzinn, wenn der mal leer ist, weil ich ja recht hohen Verbrauch habe. Dann habe ich halt automatisch hier diese kleinen Spulenkörbe übrig und die eignen sich eigentlich sehr, sehr gut zum Wickeln. Und habe ich jetzt hier mit dem Trigger mit dem 0,15er ist das, glaube ich, 500 Wicklungen drauf gemacht. Also ein Strich ist immer 100. Und ja, damit muss ich jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich muss jetzt hier erstmal noch den Kern machen. Den Kern, den macht man ja eigentlich. Moment. Den macht man hier aus diesem Schweißdraht, heißt das? Das muss ich selber einmal ganz kurz gucken. Autogenschweißdraht ist das, genau. Da steht es da oben. Autogenschweißdraht verkupfert. Ihr könnt natürlich auch größere Stärken nehmen. Ich habe jetzt nichts Größeres zum Zerschneiden da, also sprich vom Werkzeug her. Müsste ich mir nochmal irgendwas Dickeres kaufen. Das ist halt hier dieser verkupferte Draht, sage ich jetzt mal so. Und den kann man sich halt auf die Länge mit der Kombizange abschneiden. Hier mit so einer kleinen und dann fummelt man sich halt eben den Kern zusammen. Hat halt auch den Vorteil, man soll jetzt ja hier nicht einen geschlossenen Kern nehmen, wie das zum Beispiel. Das wäre jetzt nicht so gut, weil dann halt eben die magnetischen Verwirbelungen da drin zu groß sind und bei diesen kleinen Stäben ist das nicht so der Fall. Ja. Wie gesagt, damit muss ich jetzt ein bisschen experimentieren. Das ist hier alles noch im Versuchs- und Experimentierstatus. Also da seid mir jetzt nicht böse, wenn ich euch jetzt nicht die Endzeit-optimale Lösung präsentieren kann. Och, gibt's der her? Ja, deswegen. Das war das dazu. Dann hatte ich nochmal, genau, was ich eingangs gezeigt habe, hier diese zweite Spule hier, wo ich gesagt habe, denkt die euch mal weg. Da habe ich jetzt zum Beispiel mal ein anderes Verhältnis ausprobiert. Und da habe ich zum Beispiel als Triggerdraht 0,2er genommen und da habe ich jetzt 800 Windungen drauf und habe halt eben 72 oben gemessen und als Power habe ich halt den 0,3er Draht genommen mit 1000 Windungen und hier 44 oben gemessen. Ja, wie gesagt, das sind hier 43, irgendwas gewesen, keine Ahnung. Deswegen. Ich habe jetzt leider nicht stärkeren Draht da gehabt, also deswegen konnte ich jetzt auch nur bis 0,3er testen, also das hängt damit zusammen. So. Und ich habe den Bedini jetzt so gemacht, ich habe also jetzt die zweite Spule, das ist die, was ich euch gerade gezeigt habe, und die erste, die dicke, die etwas fettere in Anführungszeichen, das ist so meine erste, ja, Antriebsgeschichte, bla, etc., weiß ich nicht, wie ich das nenne, muss ich mir noch was einfallen lassen. Wie gesagt, das sind so meine ersten Experimente denn dazu. Von der Spannung her ist es auch so eine interessante Sache. Ich hätte mir eigentlich was gewünscht, was mit 12 Volt läuft oder idealerweise sogar noch weniger. Ja, der Erfolg ist mir leider nicht vergönnt. Ich habe Experimente gemacht, so mit 24 Volt fängt es gut an zu laufen und halt nach oben hin. Ich kann jetzt ja hier mit meinem Labornetzteil nur 31,7 Volt erzeugen und damit läuft es sehr, sehr gut an. Ich kann euch das mal zeigen. Stromaufnahme ist natürlich hier auch ziemlich genial, das zeige ich euch aber gleich. Also man braucht hier nur einmal kurz schubsen. Ihr seht es jetzt hier schon, die Glimmlampe, die 60 Volt Neon, die 60 Volt Glimmlampe. Wenn man ganz leise ist, hört man es auch. Ich stelle mal die Kamera daneben.
Also der Bellini fängt jetzt an hochzufahren, gewinnt jetzt an Drehzahl, da ich jetzt nur mit der Hand einmal ganz, ganz kurz angeschubst habe. Dauert es natürlich, ehe das ganze System hochgefahren ist, das ist klar soweit. Ich hätte natürlich auch gleich von vornherein richtig Vollspeed geben können, aber dann finde ich, kann man das nicht so gut sehen, wie er jetzt sich verhält. So, jetzt ist er von der Drehzahl relativ hochgefahren, zumindest vom Geräusch her. Und ja, jetzt läuft das System so, wie ich es gewickelt habe und wie ich es gebaut habe, auch mit den Transistoren und so weiter, läuft jetzt am optimalsten, in Anführungszeichen. Wie gesagt, das ist nicht das Optimalste, sondern so mit den Komponenten und mit der Entwicklung, wie ich es gemacht habe, so ist er jetzt hochgefahren. Und wir verbrauchen 100 mA circa. Und zum Schaltplan selbst, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Das ist hier im Endeffekt der ganz normale Bedini-Schaltplan. Moment, jetzt muss ich einmal gucken. Genau, ich habe jetzt das Poti allerdings weggelassen, weil mir das Poti ständig abgeraucht ist. Ich schätze mal, dass die Triggerwicklung etwas zu hoch ist. Also, wie gesagt, die Zahlen hier oben, denkt euch mal weg. Das ist hier vom Volksbedini, der Schaltplan. Ja, ich habe jetzt... Oh, jetzt muss ich mal irgendwie die Kamera mal anders hinstellen. Moment. Dass ihr das mal alles mit sehen könnt. So, machen wir das mal so und so und so. Ne, ihr könnt auch nichts sehen. Naja, muss ich dann doch mit der Hand so machen. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt anstatt dieses Potis, das habe ich jetzt weggemacht, ich habe jetzt nur einen Widerstand genommen und zwar 180 Ohm, 5 Watt. Das ist das Einzige. So, dann geht das halt hier an die Basis ran. Ihr könnt jetzt den 32550 nehmen. Es geht natürlich auch noch eine Reihe andere Transistoren. Das hier ist alles gleich geblieben. Neon Glimmlampe, alles exakt das Gleiche. Hochspannungsausgang ist auch alles gleich geblieben. Wie man mit dem Bedini lädt, ist alles exakt das Gleiche. In meinem Fall war alles noch ein Versuchsstadium. Das habe ich die Sicherung natürlich erstmal weggelassen, weil die würde mir am Anfang zu oft rausknallen. Also das hier wäre der, wenn ihr euch das mal hier oben wegdenkt, wäre der Schaltplan ohne das Poti. Ne? Also wie gesagt, der ganz normale Bedini-Schaltplan, nichts Besonderes an der Geschichte dran. 31 Volt. So, und der Bedini läuft sehr, sehr ruhig. Und das ist das, was mir auch sehr, sehr gut gefällt hier an der ganzen Geschichte. Es macht keinen Krach in dem Sinne. Und läuft auch sehr ruhig. Also wenn ich jetzt die Hand hier auf den Tisch drauflege, merkt man das nur ganz, ganz leicht vibrieren. Das ist aber wirklich nichts Tolles. Und das ist halt das Schöne an diesen Fahrradfelgen. Die sind halt super gut ausgewuchtet. Zumindest jetzt in dem Fall, was ich erwischt habe. Ja, kann man nicht meckern. So, dann habt ihr natürlich... suche ich mal gerade mein Kabel. Habt man natürlich jetzt die Möglichkeit, dass man halt eben hier auch die 220 Volt Geschichte abnehmen kann. Ich habe das jetzt hier alles schon mal rausgeführt, schon mal so auch für später dann vorbereitet und so weiter. Das Problem ist halt dadurch, dass ich jetzt kein Poti habe, also man müsste da ein etwas hochwertigeres Poti nehmen, was auch diese höhere Spannung ab kann. Das habe ich jetzt allerdings aber nicht da. So, dann habe ich jetzt hier wieder diese 220 Volt 2 Watt LED hier aus dem Baumarkt, die ich auch immer zum Zeigen von den Volksbedinis nehme. So, und die blinkt natürlich hier wunderbar vor sich hin, ganz im Takt, auch zu der Glimmlampe hier. Ja, wie gesagt, und hätte ich jetzt noch ein Poti, dann könnte man das auch noch richtig schön einstellen, dass es also noch wesentlich heller ist als jetzt. Das ist jetzt hier so, ja, so die Sparflamme in Anführungszeichen. Als ich noch das Poti drin hatte, bevor es mir durchgeraucht ist, konnte man das auch richtig schön einstellen, dass es halt extrem hell war. Ne? Das war echt ganz cool. So, und man kann halt an der dritten Spule, die ich jetzt natürlich jetzt in dem Fall hier nicht angeschlossen habe, kann man halt eben auch noch was zusätzlich abnehmen. Die dritte Spule hängt ja jetzt so mit dem System nicht zusammen. Die kriegt halt ihre Spannung induziert durch halt das ständig wechselnde Magnetfeld. Und da kann man dann zum Beispiel eine 12 Volt LED anschließen oder sowas. Ich muss mal gerade schauen, ob ich jetzt hier so kurz reinkomme für euch.
Nee. Müsste ich erst umbauen. Bin ich jetzt gerade zu faul. Weil ich habe vor uns noch bei Versuchen das jetzt hier bei mir so gemacht. Ich habe jetzt hier die ganzen drei Spulen habe ich jetzt hier drin verschalten. Also Trigger, Power und halt eben die dritte Spule. Ja, und die dritte Spule geht jetzt hier versuchsweise an den zweiten Transistor, an die zweite Steuerung. Aber da, wie gesagt, da muss ich dann mal im nächsten Video mal ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Man sieht es halt hier noch. Und das Schöne ist halt, jetzt in dem Fall, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt direkt so am Messgerät mit dran liegt. Achtet mal auf die Stromaufnahme. Also jetzt ist die LED ja dran. Halt, warte mal, ich sehe hier bloß die Zahlen bei mir im Display. So, jetzt ist die LED angeschlossen. Jetzt ist er ab. Tja, man merkt jetzt nicht so wirklich viel Unterschied. Jetzt ist er wieder dran. Schwankt. Ziemlich exakt gleich. Wie gesagt, ist jetzt natürlich auch jetzt hier nicht irgendwie die Helligkeit schlecht weg, das ist klar soweit. Aber wir haben auch nur 180 Ohm als Vorwiderstand drin. Und wie gesagt, mit dem Podi, ich würde es euch halt gern zeigen, bloß dann würde das Podi sehr wahrscheinlich wieder abrauchen. Ist mir irgendwann mal zu schade, dass wir da ständig die Podis durchpfeffern. Und da ging das halt wunderbar, dass man halt eben da ein bisschen mehr Widerstand gegeben hat. Und dann war die LED auch richtig derbe hell, also wirklich extrem geil. Und der Stromverbrauch ist natürlich dann runtergegangen, ist ja auch klar soweit, ne? Und in letzter Konsequenz, das hätte ich jetzt aber weiter austesten müssen, konnte ich nicht, weil halt eben das Podi abgeraucht ist, müsste ich halt gucken, wie viel Widerstand ich da geben kann, bis halt letzten Endes das Rad zum Stehen kommt. Das kann ich natürlich auch mit normalen Widerständen ausprobieren, halt eben so lange die Widerstände erhöhen, bis es halt irgendwann, ja, das Rad halt eben nicht mehr dreht. Das müsste ich dann vielleicht nochmal in der Zukunft machen. Aber mal so für euch zum Zeigen. Wie gesagt, Rad dreht wunderbar. Was halt denn in Zukunft noch, wie gesagt, was ich eingangs erwähnt habe, noch mit dazu kommt, halt eben, dass ich mehr von diesen Magneten mit anbaue. Also wie gesagt, ich habe jetzt 10 Stück angebaut und geplant sind halt eben nochmal weitere 4. Und dann werde ich erstmal schauen, wie sich das ganze System mit den weiteren zusätzlichen Magneten verhält. Ich kann das hier nochmal zeigen. So. Ich habe das jetzt halt, wie gesagt, hier so gemacht. Dann kommt hier in den Zwischenräumen, kommt dann auch nochmal ein Magnet jeweils mit rein. Hier habe ich es schon gemacht. Genau, das war dann hier und dann auf der anderen Seite. Da unten quasi ist dann auch nochmal das Magnetbild. So, kann ich ja mal zeigen. Genau, da. Ja, also ihr seht ja hier schon, so ganz 100% ausgewuchtet ist das mit den Magneten dann natürlich nicht. Das kann man auf jeden Fall besser machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur für mich so als Prototyp gewesen. Also, wie gesagt, diese ganzen Zwischenräume, die will ich dann halt nochmal ein bisschen mit ausfüllen. Das Schöne ist wirklich, man schubst den nur einmal ganz, ganz kurz an. Ihr habt es ja gesehen hier. Ich tue nur einmal so machen. Gut, das war jetzt zu wenig. Ein bisschen mehr Dampf braucht er denn schon. Ah, jetzt hat er es, genau. So, das reicht dann schon aus. Oder auch nicht. Doch, na ja, doch, jetzt kommt er langsam. Das reicht dann schon aus, dass das ganze System halt eben anfängt, sich zu bewegen. Finde ich halt auch super interessant, weil es ist jetzt mal was Größeres. Ich meine, wenn man das mal mit, wo sind sie da? Oink. Wenn man das jetzt mal mit dem Volksbedini vergleicht, ne, ist schon eine andere Dimension. Aber wie gesagt, dafür ist halt hier der 1,5er relativ gut ausgereift schon. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber dann, ja, die bringen halt so Erfahrungswerte mit der Zeit mit. Deswegen, aber der ist schon ziemlich so ganz gut. So, da bin ich natürlich hier jetzt noch weit von entfernt, weil die zweite Spule, da habe ich mir blöderweise nicht so wirklich Gedanken gemacht. Ich habe sie einfach gewickelt und habe sie erstmal drunter geballert. Und später fiel mir dann ein, Moment mal gerade, die sollte ja eigentlich in dem, im Idealfall sollte die schalten, wenn der Magnet hier so über die Mitte hinaus ist von diesem Kern. So, da habe ich natürlich mir am Anfang keine Gedanken gemacht. Deswegen steht die da jetzt einfach so frei im Raum, sage ich es mal. Ob sie jetzt überhaupt was bringt, kann ich jetzt schlecht sagen. Ich muss mir sie halt eben nochmal angucken.
Also wenn ich dann eben diese Spule verbessert habe, also sprich von der Position her verbessert habe, dann soll die halt im Idealfall genau dann schalten, wenn erstmal bei der Primärspule der Magnet über den Kern schon hinaus ist und hier natürlich auch. Weil wenn hier, wenn sich die Magneten, also in dem Fall dreht der Magnet ja in diese Richtung, jetzt nach links. Und wenn jetzt hier der Magnet ist, dann müsst ihr euch vorstellen, das Magnetfeld, was aber um den Magnet herum ist, das dehnt sich dann in dem Fall nach hinten aus. Das darf man halt nicht vergessen. Das muss man mit bei seinen Überlegungen einfließen lassen, wenn man diese Spulen anordnet. Aber wie gesagt, da habe ich in nächster Zeit, in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch ziemlich viel zu tun, was das angeht und kann halt noch ein bisschen ausprobieren. Also ich werde das jetzt auf keinen Fall auf Teufel komm raus machen, so von wegen bloß, damit ich hier irgendwas zeigen kann oder so oder irgendwelche Ergebnisse kriege. Ich lasse das ganz piano nebenbei laufen. Kleinere Akkus, so kleine hier, ich sag mal hier diese AA-Geschichten oder halt so bis 2 Ampere kann ich momentan damit auch schon laden. Bei größeren Geschichten dauert es einfach Ewigkeiten lang und ob da überhaupt was ankommen würde, weiß ich gar nicht. Deswegen, also da muss ich natürlich noch einiges optimieren. Denn schön ist und wichtig ist für mich erstmal, dass es läuft. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt halt hier die Intervalle, die werde ich jetzt noch in Zukunft ein bisschen kürzer machen. Und das hängt aber mit den Magneten zusammen, die da noch dazukommen. Dann schaltet der halt eben häufiger. Ja, dann kriege ich auf jeden Fall auch schon mal das Blinken so ein bisschen in den Griff von den LEDs. Werde dann natürlich mit den Widerständen hier noch ein bisschen experimentieren. Werde auch noch mal parallel dazu andere Spulen wickeln mit anderen Verhältnissen, dass ich mich da so ein bisschen mal ins Optimale rantaste. Ja, und dann mal gucken, wohin das einfach geht. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch mal, wer von euch vielleicht schon ein paar Erfahrungswerte mit Fahrradfelgenbedienungen gesammelt hat, könnt ihr das ja mal in die Kommentare mit runterschreiben, so vielleicht für andere. Aber mir ging es jetzt erstmal darum, kriege ich so ein Ding erstmal zum Laufen, wenn ja, wie und wo gibt es Probleme und so weiter und so fort. So, das erstmal dazu. Wie gesagt, ich werde irgendwann jetzt nicht gleich mit dem nächsten Video, sondern halt später öfters mal das Thema Fahrradfelgenbedienung mal aufgreifen, immer wenn es mal was Neues gibt und so weiter und euch dann am Laufenden halten. Dann würde ich ganz einfach sagen, wir sehen uns in alter Gewohnheit dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin dann. Ciao.